Der chinesische Online-Riese Alibaba hat auch Ende des vergangenen Jahres kräftig zugelegt, wegen der Investitionen in das mobile Wachstum und den hohen Einmalzahlungen. Da ging der Gewinn allerdings ein wenig zurück. Das heißt, der Umsatz, der stieg vom Oktober bis Ende Dezember laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres um 40% auf 4,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn, der sank dagegen um 28% auf 964 Millionen Dollar. Und damit verfehlte das Unternehmen die Erwartungen des Marktes. Mit Martin Weiß vom Anlegermagazin Der Aktionär möchte ich jetzt unter anderem über Alibaba sprechen. Herr Weiß, die Zahlen, die man geliefert hat bei Alibaba, muss man sagen, sind ein bisschen durchwachsen. Da hatten sich vielleicht die ein oder anderen Anleger doch mehr versprochen, oder? Ganz offensichtlich, wenn wir die Reaktion am Markt sehen, minus 8% geht es für den Titel ja nach unten. Ich hatte bereits vor ein paar Tagen gewarnt, dass die Alibaba-Aktie vielleicht ein bisschen heiß gelaufen ist, auf jeden Fall ganz gut bewertet. Also ich glaube, wir nähern uns jetzt langsam einem Niveau mit den Kursverlusten von heute, dass das Papier interessanter machen wird. Es war ein Ergebnis mit Licht und Schatten, Sie haben es bereits erwähnt, beim Umsatz etwas schwächer ausgefallen als erwartet, beim Ergebnis dafür ein bisschen besser. Worauf die Anleger natürlich wieder mal geachtet haben, das sind die mobilen Umsätze, also letztendlich, was konnte Alibaba über mobile Plattformen erlösen. Das lässt sich ganz ordentlich anbeträgt, mittlerweile über 40%. Und auch die Zahl der monatlich aktiven Nutzer, die über mobile Plattformen in einem der Alibaba E-Commerce Häuser letztendlich einkaufen, die ist stark gestiegen auf 265 Millionen von 217 Millionen. Also wie gesagt, alles durchaus gute Zahlen, aber die Aktie war einfach vorher schon so gut gelaufen und dann muss irgendwann mal Luft abgelassen werden. Ich glaube, das ist temporär. Ich glaube, dass wir langsam in den Bereich kommen, wo die Aktie für uns wieder interessant werden könnte. In den USA, da haben ja jetzt einige Unternehmen schon ihre Bilanzen vorgelegt. Wir warten aber noch auf zwei Unternehmen. Lassen Sie uns mal mit Google starten. Was glauben Sie, kann man hier überzeugen mit den Bilanzen? Google hat es bisher eigentlich immer ganz gut geschafft, den Markt zu überraschen, zumeist positiv. Die einigen Male, die es nicht geklappt hat, auch das hat sich relativ schnell wieder dann erledigt gehabt. Schauen wir auf die Zahlen. Es wird für das vierte Quartal ein Gewinn von 7,08 Dollar je Aktie erwartet und der Umsatz bei 14,6 Milliarden Dollar. Ich glaube durchaus, dass das zu erreichen ist. Das Geschäft ist im vierten Quartal ganz gut gelaufen für Google. Was mir so ein bisschen fehlt, ist jetzt, dass neue Umsatzquellen angestochen werden, dass man jetzt also etwas mehr in den Büchern wiederfindet von der Vision, die ja Google hat. Man denke nur beispielsweise an das Drohnengeschäft, an das mit selbstfahrenden Autos. Es gibt ja ganz viele Bereiche, in die Google vordringen möchte. Cloud-Geschäft, Social Media. Und wenn man da jetzt ein bisschen mehr in den Bilanzen sehen würde, dass sich das ein bisschen besser niederschlägt, das wäre natürlich schon nicht schlecht. Stichwort Drohnen, das ist ja auch für Amazon immer ein Thema. Hier warten wir ebenfalls noch auf die Zahlen. Was glauben Sie, werden wir hier auch überrascht werden? Auch hier gibt es Prognosen, 29,7 Milliarden Dollar beim Umsatz und was das Ergebnis betrifft, und ich glaube, das wird ganz spannend bei Amazon werden, da sind die Prognosen so breit wie der Marianengraben. Die reichen nämlich von einem Verlust, von einem nicht unerheblichen Verlust je Aktie bis rauf auf 56 Cent Gewinn und das Ganze wird dann zu einem Gewinn von 17 Cent je Aktie. Ich glaube, wenn wir hier in dem Bereich vielleicht 20, 25 Cent vordringen könnten, dass mal wirklich die Anleger kräftig positiv überrascht werden und zwar nicht auf der Umsatzseite, das kann Amazon, aber auf der Ergebnisseite. Ich glaube, dann hätte die Aktie endlich mal den Bums, um aus diesem Abwärtstrend rauszukommen, denn man darf eins nicht vergessen, die Aktie hat im vergangenen Jahr 22% verloren, der S&P ist kräftig gestiegen, also langsam wäre es für eine Trendwende durchaus dann auch mal an der Zeit. Dann sage ich vielen Dank für die Einschätzung und natürlich auch den Ausblick auf die Zahlen. Martin Weiß. Gerne.